Duskmourne, House of Horror, das Nightmare Bundle. Heute mit etwas seltsamem Setting. Ich habe leider Gottes ein bisschen Zeitdruck und muss das hier auf der Arbeit aufnehmen. Aber für euch dennoch, glaube ich, was ziemlich Cooles. Und wir machen dieses Duskmourne Bundle gemeinsam mal auf. Meine persönlichen Duskmourne Bundle, Nightmare Bundle, sind leider nicht angekommen. Bis heute nicht. Was ich sehr schade finde. Danke für Vorbesteller für nix. Und dieses Duskmourne Bundle wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben David. Von ihm seht ihr auch diese coolen Thumbnails und so weiter und so fort. Deswegen schaut mal bei ihm vorbei. Instagram oder auch E-Mail ist alles verlinkt. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, ich gucke die ganze Zeit immer wieder so nach oben, weil da oben jetzt gerade die Kamera ist. Und ich schauen muss, dass das alles soweit passt. Und wir machen das jetzt mal auf. Machen wir mal hier so einen Schnitt und so einen Cut und so ein einmal hier auf. Oh, das war's schon. Ich habe mich noch nicht so wirklich spoilern lassen. Das heißt, ich weiß nicht so wirklich, was hier drin ist, wie das hier drin ist. Ich merke auf jeden Fall, es ist kleiner. Ich hätte damit gerechnet, dass es größer ist. Okay. Das ist leer. Und was ist das? Wir haben keine Box. Wir haben keine so zum Draufstellbox. Irgendwie fehlt das. Weird. Dann haben wir hier vorne so ein lustiges Papier, so ein Duskmourne und dann so ein Gruselgesicht, was da hin und her wird. Ist das ein Sticker? Das ist leider kein Sticker. Das als Sticker finde ich tatsächlich sehr cool. Tun wir das mal beiseite. Dann haben wir hier, was ist das denn? Das sind Poster. Oh mein Gott, das sind Poster. Oh. Dann haben wir hier einmal, ich glaube, das ist das Entomb. Ich versuche mal gerade so ein bisschen die Lichtsituation zu verbessern. Ich glaube, das ist das Entomb. Stand's drunter? Nö. Und hier haben wir Goyos Vengeance. Als Poster. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Unnötig für manche Leute. Ich persönlich finde es sehr cool tatsächlich. Ich finde es sehr nice, sowas. Ich mag das. Jetzt haben wir noch mehr. Oh, wir haben noch mehr Poster. Oh mein Gott. Das ist ein Living Death. In sehr, sehr cool tatsächlich. Das ist wirklich hübsch. Auch hier weiteres Poster. Und dann haben wir noch als drittes Poster. Archon of Cruelty. Das sind die Karten, die wir auch draus bekommen können. Als Poster tatsächlich. Sehr cool. Und hinten drauf ist ein, ich glaube, das ist das Entomb. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht, ob der Entomb drin ist. Ich glaube, es ist ein Entomb. Jo, packen wir das alles mal beiseite. Da oben so. Alles beiseite. Mein Arbeitsplatz ist auch nicht der aufgeräumteste. Dann, wo kommst du denn her? Bist du schön. Oh mein Gott, bist du schön. Ich halte den mal wirklich, damit ihr mal seht, wie hoch die Kamera ist. Der ist wirklich schön. Der ist richtig nice. Sehr cooler Würfel tatsächlich. Ist das ein Glow-in-the-Dark-Würfel? Ich bin mir nicht sicher. Steht bestimmt auf der Verpackung, die ich weggeworfen habe, drauf. Glow-in-the-Dark-Spin-Down. Das heißt, wir legen den mal so ein bisschen hier hin. Im Bild. Und lassen den so ein bisschen mal sich aufladen und gucken wir uns den nachher nochmal im Dunkeln an. So, dann haben wir diese Verpackung, die super abgeranzt aussieht. Sie sieht wirklich abgeranzt aus. Und hat hier so ein bisschen diesen Flair von kaputten Pappsachen. Ist aber neu. Also es ist nicht wirklich abgeranzt, sondern es ist so draufgedruckt. Was ich sehr wild finde. Sowas da drauf zu drucken, finde ich sehr wild. Und dann haben wir hier unsere, sagen das aber auch nur billige Pappe. Wann lernt Wizard of the Coast, dass man das hier auch einfach als Plastikboxen für ein paar Cent dabei werfen kann? Die kosten im VK, im Verkauf, irgendwie 1,50 € und halten so viel mehr aus. So, was haben wir da? Wir haben hier das Nightmare Bundle Pack. Das machen wir später auf. Später. Zwei Collector Booster, 2, 4, 6 Play Booster und Länder. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Promo drin ist, deswegen mache ich die Länder mal auf. Müll. Wir haben 4 von jedem Planes.
Oh, das ist natürlich cool. Von jedem Land. Das ist natürlich cool. In Foil. Okay, das ist cool. Das ist cool. Viele, viele coole Länder. Das ist nice. So, dann gehen wir weiter. Playbooster. Playbooster. Wo kommen die her? USA. Das heißt, mach das nicht. Mach das nicht. Wir gucken uns die Karten an. Wir werden jetzt auch ein bisschen reinzoomen. Wie immer, wenn es um Bundle geht, um etwas, wo ich mehrere Booster aufmache, werde ich nicht über... Oh, man hört das so richtig. Das ist raue Oberfläche. Ich werde wie immer nicht über jede einzelne Karte drüber gehen. Nur wenn ich wirklich was Cooles sehe und über die Rares und Parte Ankams werde ich halt reden und die Foils halt. Zum Beispiel hier Restricted Forest, sehr, sehr gute Karte tatsächlich, weil man sehr viele Kreaturen für 4 Mana zerstören kann und später kann man auch Sachen aufmachen und dann hat man Hexproof, das ist ganz cool. Ein Forest in Foil und ein Clockwork Percussionist, eine Karte, die im Pauper tatsächlich sehr viel gespielt wird. In Foil, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Playbooster habe ich ja auch aufgemacht und hatte ein Video dazu gemacht, wo ich Playbooster bewerte. Und ihr wart da sehr meiner Meinung, dass die... Ach, ich kann die nicht aufmachen. Es rutscht mir direkt hier die Vollkarte weg. Ja, ihr wart... noch ein Clockwork Percussionist. Sehr cool. Sehr viel meiner Meinung, dass das alles Quatsch ist, was hier gerade passiert. Marvin, Murderous Mimic, 2x2x2, hat alle aktivierten Fähigkeiten. Das ist sehr cool. Und, okay, cool. Die finde ich auch immer noch cool. Und ein blau-schwarzes fliegendes Insekt. Und ihr wart mal auf meiner Meinung, dass es halt irgendwie schwierig ist. Viel Wert liegt in den Collector-Boostern, muss man einfach sagen, wie es ist. Und deswegen finde ich das Bundle sehr interessant. Man vergleicht es ja mit den Gift-Bundles, die man vorher hatte. Und im Vergleich zu den Gift-Bundles schneidet ihr das eigentlich, glaube ich, sogar besser ab, als man denkt. Wahrscheinlich um einiges besser, als die meisten Leute denken. Und, Valgas Faithful. Und Winter, das ist der, der mit Delirium Schaden macht. Und noch ein Swamp. Emerge the Concord. Und ich muss sagen, ich finde das Bundle ganz hübsch gemacht. Sie haben sich Liebe gemacht. Auch hier mit so ein bisschen mit so Texten drauf und so weiter. Dalken Times, Teferi Akosa. Es ist süß gemacht. Es ist wirklich süß gemacht. Und im Vergleich halt zu den Gift-Bundlen sind hier weniger Booster drin. Play-Booster. Aber dafür haben wir 2 Collector-Booster. Und der ganze Gimmick von den Collector, also von den Gift-Bundlen, ist halt, dass sie eine schönere Verpackung haben und ein Collector-Booster drin ist. Das ist so alles, was so irgendwie relevant davon ist. Tim of Expense, sehr cool. Und dementsprechend macht Telas das eigentlich schon ganz gut. Muss ich einfach sagen. 4 Isolation. Und? Nice. Kostenfaktor 22, 23 Euro. Hat auf jeden Fall schon ein bisschen was dazu beigetragen. Ich liebe ja Bundles. Ich liebe Bundles aus dem Grund heraus, dass man eben mit so einem kleinen Hit oftmals schon so ein bisschen das Bundle halt bezahlt hat. Und der Oculus bezahlt das Bundle nicht ganz zur Hälfte, aber schon einen sehr großen Teil davon. Und das finde ich immer ganz cool. So 1, 2 Hits und zack hat man das halt einfach drin wieder. Dementsprechend Bundle. Ich sage es immer wieder. Niemand will Displays kaufen. Kauft euch Bundle. Bundle sind cool. Enduring Innocence, die, glaube ich, meistverkaufte Karte aktuell auf Card Market. Sehr, sehr gute Karte tatsächlich, weil man sie halt noch Karten ziehen lassen kann für kleine Kreaturen und sie sehr, sehr gut mit Delny kommt. Bleeding Woodest. Und hier diese Locked, da müssten viel mehr drin sein. Diese Locked und Unlocked-Dinger, da müssten viel mehr von drin sein. So. Dann Schmutz und Müll auf dem Boden. Oh, das ist aber süß. They should never have given up so much power. Das ist richtig. Absolut richtig. So. Ich nehme auch auf, oder? Ja, ich nehme auf. Das ist gut. Das ist gut. Das Withering Torment wird tatsächlich auch relativ teuer. Demonic Consul. Demonic Consul ist tatsächlich eine Karte, die ich sehr hart unterschätzt habe und jetzt 2, 3 Stück davon haben will, weil sie sehr gut sind, weil sie halt einfach eine Demon-Karte auf die Hand nein. Weil sie halt, wenn du mehr als 4 Karten, verschiedene Kartentypen im Friedhof hat, einfach eine Demonic Tutor ist. Mega gute Karte. Also wirklich eine gute Karte. Nicht zu unterschätzen, habe ich leider alle verkauft, die ich gezogen habe. Und die darf ich nicht behalten, weil es nicht mein Display ist, sondern das vom lieben Davide. Gut, wir haben noch nicht die Collector Booster aufgemacht und haben aber schon relativ gute Hits. Meiner Meinung nach. Also gerade der Octolus oder wie der heißt, ist einer der besten Hits. Und dementsprechend bin ich gespannt, was wir in diesem Collector-Booster drin haben.
Hier ist erstmal ein bisschen was an Kam. Withering Torment in dem anderen Artwork. Das kann man auch verkaufen. Island. Und jetzt geht's los. Hedge Shredder. Was bist du denn? Mill to Cards. Okay. Kaching! Sehr, sehr teure Karte, sehr gute Karte. Nicht in Foil leider, aber sehr gute Karte für UB Reanimator. Wenn ihr das Deck von mir noch nicht gesehen habt, ich habe ein Deck dazu gemacht, das werdet ihr oben irgendwo finden. Und ansonsten auf meinem Kanal UB Reanimator, mega gute Karte mit dieser Karte. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es. Enduring Courage, die Endurings sind alle gut. Undead Spinter, Printer, auch so eine gute Karte. Und, oh mein Gott. Geil. Japanisch Foil. Und zwar die Enduring. Und das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal die meistverkaufte Karte auf Card Market. Wir versuchen das herauszufinden. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass japanische Karten in diesen Boostern drin sein können. Aber ich glaube, das ist dieselbe Karte. Ich finde es seltsam, dass sie japanisch hier drin sein können. Aber sehr gut. Das war ein gutes Collector Booster. Das war ein sehr, sehr gutes Collector Booster. So, jetzt machen wir hier den noch auf. Alles beiseite. Alles Müll, alles Schmutz. Expense. Der Amalgam. Und jetzt geht's los. Leyland Resonance, gebannt jetzt im One vs. One Arena. Zu Recht. Mega brokene Karte. Sehr, sehr gut. Immer noch im Standard und sehr, sehr gut. Immer noch im Pioneer. Startlet sagt mir leider gar nichts. Attacks. Oh mein Gott, was? Was tut er denn? Wenn der Beherrscher es nicht opfert, verliert er 5 Leben. Wow, das ist natürlich crazy. Das ist richtig crazy. Das ist eine gute Karte. Warum kenne ich die nicht? Wallet's Rage. Auch eine sehr lustige Karte. Und den haben wir nochmal in Foil. Schlecht. Dazwischen haben wir Meathawk Massacre 2. Auch gar nicht mal so schlecht die Karte, auch vom Value her. Aber natürlich war das andere Booster wesentlich besser. Und ja, vier schwarze und XX und man muss Kreaturen opfern, um Schaden zuzufügen und so weiter. Mega. Sehr, sehr, sehr gute Karte. Sehr coole Karte vor allem. Ja, das war schon mal die Sachen. Jetzt haben wir noch Nightmare Bundle. Hier können sind zwei Karten drin und die können immer von jeweils eine von drei sein. Und da ist, glaube ich, der Archon der beste Hit. Na, geh doch auf. Warum geht das nicht auf? Bin ich einfach zu doof? Ich bin zu doof. So, gucken wir rein. Und bevor wir reingucken, einmal ganz kurz Werbung für meinen Patreon. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Es hilft mir immens und hilft mir finanziell und monetär. Aktuell ist, glaube ich, demnächst wieder ein Thalia Gold-Tier offen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten Supporter-Tier oder auch Fan-Tier ist immer offen. Könnt ihr immer mal reinschauen. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen eigenen Discord, der ganz cool läuft und coole Leute dabei sind. Vielen Dank an euch. Und ja, vielleicht ist es auch was für euch. Wir gucken jetzt mal rein, was wir haben. Wir haben auf der einen Seite den Archon of Cruelty. Perfekt. Die teuerste Karte. Und? Cryptghast. Ach, Cryptghast ist das auf dem Poster. Auch für einen Commander-Spieler, da wird das Commander-Spieler, Spoiler, sehr, sehr gute Karten, sehr coole Karten. Cryptghast ist eine sehr, sehr beliebte Karte. Archon of Cruelty ist einfach eine wahnsinnig starke Karte. Und sehr, sehr, sehr hübsch. Und noch nicht, ich sag's nicht, es ist doch gekürt. Ja, das war das House of Horror Duskmourn Nightmare Bundle. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Duskmourn-Bundle haltet. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Viele Leute sagen das und lesen es nicht. Ich lese es, ich antworte euch, das wisst ihr. Und dementsprechend könnt ihr eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare reinhacken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.